Jo, hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich, Folge 225. Ja, ich habe jetzt beschlossen, also keine Jahresfolge mehr zu machen, denn ich habe mir die 224 nochmal angehört und finde eigentlich, dass ich da gut auf das Ein-Jahr-Podcast eingegangen bin, also für mich jetzt. Also, und wenn jetzt nochmal das zu machen als Jahresfolge wäre ja irgendwie doppelt gemoppelt. Und von daher, ja, habe ich einfach beschlossen, jetzt weiterzumachen mit der 225. Ich hoffe, es ist okay für euch, weil, wie gesagt, ein Jahr ist ja auch noch nicht so lange, dass man jetzt wirklich so einen totalen Rückblick machen kann. Und ja, was soll's? Hatte ich auch nicht so die Lust, einen Podcast zu machen. Da war ja auch zwischendurch der Baulärm hier und deshalb muss ich jetzt auch immer morgens um 5 Podcast machen, weil tagsüber ist hier so laut, weil die immer noch den Fahrstuhl bauen. Ja. Ich habe aber jetzt Urlaub, das heißt, jetzt kann ich bestimmt ab und zu mal eine Folge rein hochladen. Ja, und schauen wir mal, wie das so wird. Ja, jetzt werden wir also das zweite Jahr beginnen, sozusagen. Das zweite Jahr Podcast von Sven Heidenreich und ja, es wird aber alles wie bisher sein. Ihr werdet meine Kaffeerunden hören. Ihr werdet Themen hören, die mir so in den Sinn kommen. Also nichts wird geplant. Und das wird auch so bleiben, denn das ist ja das, wofür Podcast von Sven Heidenreich letztendlich steht. Na, also es steht für Überraschungen. Nichts ist mehr Schein als Sein. Also nichts ist, wie es ist. Und ja, alles kommt aus dem Bauch und das finde ich auch gut, weil ja, so ein Podcast muss es einfach auch geben. Nichts Geplantes. Mein Kater, der macht hier gerade. Gut. Wir werden auch hier die Sache mal mit dem Kaffee beginnen und dann schauen wir mal, was sich noch so ergibt. Ich bin auch noch gar nicht wirklich angezogen, aber das ist ja egal. Wir haben ja Audio. Und das Schöne an Audio ist ja, man kann sich ja alles Mögliche vorstellen. Gehen wir also in die Küche. Also ich gehe in die Küche, ihr sozusagen akustisch mit. Und der Kater natürlich auch. Ist logisch, oder? Wenn er könnte ja was zu fressen kriegen. Ich mache manchmal eine Entschuldigung, aber ich bin noch ein bisschen müde. Aber auch das gehört zum Podcast oder wie diese komische. Ja, das gehört einfach dazu. So bin ich halt. Ja, wie es nur sagen würde, ich bin halt so. Smudo hat ja immer die Begabung, dass er ziemlich schnell spricht. Ich stelle mir gerade einen Podcast von Smudo vor, wo man ihn gar nicht versteht. Stellt euch mal vor, es gäbe so einen Podcast, eine Podcast-Folge, wo Smudo einfach so schnell spricht, dass man ihn gar nicht versteht. Es wäre dann irgendwie. Ja, Fanta 4. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen Podcast haben. Ja, damals diese Show, die vierte Dimension, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, lief damals auf Premiere. Ich hatte Premiere damals unten, da gab es ja einige Folgen, also einige, die unverschlüsselt liefen und ich konnte meine Premiere dann mit dem Fernsehen gucken. Ach, das waren die guten alten 90er, ja. Ich sage ja, ich vermisse die 90er, das war eine schöne Zeit. Die Leute waren noch nicht so vernetzt. Alles war noch irgendwie anders. Gut, musikalisch muss man sagen, waren die 90er ja schon sehr, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ja,
sehr einfach. Ne? Also es wurden, gut, es gab immer Konzepte, auch in den 80ern oder 70ern oder sowas, es gab immer irgendwie Konzeptsachen, die sich durchgesetzt haben, aber letztendlich die 90er stehen halt doch für diesen ganzen Dancefloor und ja, aber auch Sachen wie Grunge wurde erfunden und ja, war eine schöne Zeit, aber wir leben ja jetzt und hier und ja, es ist ja auch wichtig, die Zeit jetzt zu sehen und und man kann ja die 90er oder die 80er ja auch nur so sehen, weil man sie damals erlebt hat. Das haben wir auch nicht vergessen. Jemand, der jetzt groß wird, der kennt diese Zeiten ja gar nicht. Und so ist es ja auch mit uns. Also mit mir, ich bin in den 70ern geboren letztendlich, also 78 geboren, habe aber von den 70ern letztendlich gar nichts mitbekommen. Jeder hat seine Zeit, das ist einfach so. Und die 90er waren bei mir halt die Zeit, wo ich angefangen habe, richtig Musik zu hören. Vorher habe ich immer nur so mitgehört, sage ich mal. Immer so einzelne Lieblingslieder gehabt, aber das war dann mehr so, weil was im Radio lief oder weil man es irgendwo auf Kassette hatte. Oder und erst in den 90ern hatte ich ja meinen ersten CD-Player, Ghetto Blaster mit CD. Ja. Trotzdem würde ich sagen, es war nicht alles gut in den 90ern. Natürlich nicht, wie in jedem Jahrzehnt letztendlich. Und ich finde auch die Zeit jetzt nicht schlecht. Ja, also, ich meine, heute kann man Sachen machen, die konnte man in den 90ern halt nicht. Wie mit Podcasts aufnehmen und im Internet die ganze Präsenz, das war natürlich damals gar nicht möglich. Früher hat man jetzt hauptsächlich, ja, ich glaube, das größte der Gefühle war damals E-Mail schreiben. Ne? Aber da war ich halt in 90ern auch noch nicht so fit. Hatte ja in 90ern noch keinen Computer. Da wollte ich auch noch keinen. 2005 hatte ich meinen ersten Rechner. Aber auch noch ohne Internet. Ja, ja. Und jetzt habe ich ein Smartphone. Wie sich die Welt auch ändert. Ja, ich hatte das schon bei Facebook gesagt. Also Clubhouse hat sich jetzt für alle geöffnet. Es gibt kein Einladungsverfahren mehr. Keine Warteliste. Ja gut, war ja auch klar. Ich meine, man kann ja nicht ewig mit so einer Warteliste romantieren. Also ich muss sagen, was halte ich von Clubhouse? Also was für mich letztendlich noch nicht so wirklich entdeckt. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das nie passieren wird. Ja, also das wäre, ja, also ich denke mal, vielleicht gibt es irgendwann, aber solange die App noch größtenteils auf Englisch ist, ja, ein bisschen, ich kann zwar ein bisschen Englisch, aber ich finde halt einfach, also ich finde es einfach schöner und einfacher, wenn der auf Deutsch ist und ich sie besser bedienen kann. Ja, und dann auch mit den ganzen ja, Handheben und Mikrofon freischalten und was ich was alles. Es ist mir alles irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich irgendwo reinkomme. Also ich bin auch nicht der Typ, der in irgendeinen Raum geht und dann, weil mich das Thema interessiert und dann einfach mitquatscht. Also so, das ist auch nicht meine Welt. Ich bin ein Mensch, der lieber was Eigenes macht und dann hochlädt und oder ich würde einen eigenen Raum erstellen. Dann kommt der ein oder andere dazu. Aber da muss man ja auch wieder so die Leitung spielen, ne, als Moderator. Das ist halt auch nicht mein Ding. Ich möchte einfach, wenn ich so einen Raum habe, möchte ich ihn noch zusätzlich darauf achten, ach, wer kommt jetzt rein und jetzt muss ich den freischalten und wie so ein Talkmaster letztendlich. Und ich bin ja einfach kein Talkmaster. Also ich möchte einfach, das ist eine lockere Runde, ich möchte nicht, dass noch überlegt werden muss, soll er jetzt reden, derjenige oder nicht. Und ich finde, wir sind ein freies Land und also ich fände so eine Audio-App geil, wo man einfach reingeht, einen Raum erstellt und fertig. Also wo es nicht
so Moderationsdinger gibst und dann einfach, man holt ja die Leute so rein oder die holen oder die kommen einfach rein, kann entscheiden, ob privat oder öffentlich, das finde ich auch noch okay. Ja, und dann einfach losquatschen. Ich meine, gut, wenn da wirklich so zig Leute im Raum sind, muss man natürlich eine Ordnung haben, aber eben das wäre mir auch zu anstrengend. Also mit 20 Leuten da in so einem Raum zu sein und dann die Telefonqualität dieser, ich meine, die haben zwar jetzt die bessere Audioqualität im Clubhaus, aber trotzdem ist es ja immer noch über das iPhone oder über, ja, und das ist, weiß ich nicht, also das ist bis jetzt noch nicht mein Geld. Wie gesagt, ich will nichts, ich will niemals nie sagen, aber bis jetzt. Jetzt muss ich sagen, bleibe ich lieber bei meinem Podcast. Den kann ich hochladen, wann ich will. Ihr könnt ihn euch anhören, wann ihr wollt. Oder auch nicht. Und das ist einfach ja, mehr meine Welt. Und bis jetzt noch. Also klar, ich gucke mir Clubhouse immer wieder an. Was hat sich da geändert? Und werde auch bestimmt ein oder andere Mal mit irgendjemand im Clubhouse quatschen. Mal gucken. Ich bin ja ein Mensch, der alles Neue ausprobiert. Ich habe ja auch TikTok ausprobiert, habe auch TikTok jetzt wieder drauf. Einfach, weil ich mir gesagt habe, gut, vielleicht mache ich das. Ich habe jetzt auch noch ein anderes soziales Netzwerk gefunden. Das ist so ein, die App nennt sich Hallo App, also Hello App. Das ist so ein Netzwerk, was noch so wie in den 2000ern ist, also wo man ein bisschen schreiben kann, wo man nur seine Kontakte hat letztendlich. Ich habe da noch niemanden, weil noch niemand da drin ist. Aber da kann man sich auch ein bisschen austauschen. Allerdings, wenn man jetzt einen, ja, wenn man jetzt eine Kamera, wenn man jetzt ein Video macht, machen will oder ein Foto machen will, dann wird einem noch nicht gesagt, welche Kamera man benutzt. Also das ist halt immer noch ein bisschen blöd. Aber ich probiere halt immer neue Sachen aus. Was noch lange nicht heißt, dass ich davon so überzeugt bin, dass ich jetzt. Also es ist ja selbst bei WhatsApp oder so, so WhatsApp benutze ich halt mal, aber ich bin halt auch kein Mensch, der jetzt irgendwie Werbung für WhatsApp machen würde oder so. Ne? Also ich muss sagen, diese ganzen sozialen Netzwerke, die sind alle irgendwie, sie haben einen Sinn, das sehe ich auch ein. Und ich finde ja auch gerade Sachen wie Facebook, dass man Sachen teilen kann. Finde ich ja auch okay, aber andererseits gibt es natürlich auch jede Menge Kritik und was diese Netzwerke angeht, also erstmal das ganze Daten, gut, das ist jetzt für mich nicht so relevant, weil ich habe nichts zu verbergen. Aber gut, ich bin ja auch alleine und habe, wenn ich jetzt eine Freundin hätte und wirklich ein Privatleben hätte, dann würde ich das alles auch anders sehen. Ne? Ich glaube, das ist auch immer ein Unterschied, wie man lebt. Und ja, ich meine, was soll ich jetzt verstecken? Ne? Also gestern war wieder so ein Beispiel, ich habe einen Podcast gehört. Und das war von Blindworld, die neue Folge. Da ging es um iOS 15. Übrigens sehr schön. War gut gemacht. Aber da war halt auch wieder dieses Beispiel. Ne? Ja, es soll keiner wissen, auf welchen Seiten ich so bin. Wo ich mir so gedacht habe, naja, gut, kann ja jeder machen, wie er will. Aber mir ist es doch scheißegal. Also ich habe keine Seiten, wo ich jetzt, die keiner wissen darf. Und die Seiten, in die ich, auf die ich zum Beispiel raufgehe, da könnt ihr das ruhig wissen. Also wenn ich jetzt wirklich mal was in Safari vorstellen würde, würde ich auch die Seiten euch vorlesen lassen. Also mir ist es total egal, weil ich gehe ja nicht auf irgendwelche Seiten, wo ich jetzt sage, nee, oh Gott. Also ich sehe das ein bisschen anders und ein bisschen lockerer. Ich selbst habe keine Geheimnisse und ich habe aber auch keine Seiten, oder wo ich jetzt sage, oh Gott. Darf keiner wissen oder sowas. Ne? Also es hängt ja auch immer davon ab,
wie jemand da surft und was jemand macht. Und natürlich gibt es auch Privatsachen, und aber bei mir ist es ein bisschen anders. Gut, dass ich jetzt natürlich meine Telefonnummer nicht im Podcast veröffentliche oder auf YouTube oder so. Das ist ja nun was anderes, aber ja, selbst die kann man herausfinden. Ich meine, machen wir uns alle nichts vor, ja, wenn die alle mal kommen mit meine Nummer kriegst du nicht und sowas. Seien wir mal ehrlich, jeder, der im Internet ist, kann irgendwie gehackt werden. Ne? Und ich finde dann immer so diese, ich mache auf privat und bin aber eigentlich öffentlich und merke das aber gar nicht. Also ich finde das immer so übertrieben. Also entweder bin ich ein totaler privater Mensch, dann mache ich aber auch keine, dann bin ich aber auch nicht im Internet groß oder gehe dann irgendwie nur in irgendwelchen Internetcafés. Gut, ist ja sowieso, glaube ich, ziemlich out, Internetcafé. Ja, früher war das ja, ne? Also dann würde ich nur öffentlich irgendwo im Netz sein und oder halt VPN-mäßig, also dieses, dass ich geschützt bin, ne? Aber auch das ist alles so, weiß ich nicht, also ich meine, ein Hacker, der weiß genau, wo er raufgehen muss, um rauszukriegen, wer welche Seite hat, ne? Also oder wer auf welchen Seiten surft, ne? Das ist, machen wir uns nichts vor. Und wenn die schon große Konzerne hacken können, ne, werden wir ja mal wieder, dann sind wir als Kleine doch sowieso, also ich sage mal, Internet ist öffentlich und egal, ob du privat surfst oder nicht, es gibt immer Leute, die können das rauskriegen. Ich finde es immer witzig, wenn die Leute dann so ankommen mit ihrem, nee, das darf keiner wissen, oder ich dann so denke, ja, frag mal einen Hacker, der hat das schon längst rausgefunden. Ich selbst bin kein Hacker, würde auch nie einer werden, habe überhaupt nicht das Know-how und das Wissen dazu, aber ich finde es halt immer witzig, wie die Leute sich da so eine eigene Privatsphäre aufbauen wollen, sie aber eigentlich gar nicht haben. Letztendlich, ne? Weil, wie gesagt, Internet, und es gibt Leute, die schaffen sowas einfach, ne? Und Privatsphäre ist für mich, ich mache meine Tür zu, ich mache meine Fenster zu, dichte meinen Raum richtig ab und verbringe die Zeit mit meiner Freundin oder so. Und das ist für mich privat, ja. Wenn ich noch einigermaßen leise bin, dann kriegt niemand was mit. Das ist dann wirklich mein Privatleben, so. Aber alles, was im Netz ist, letztendlich, ist ja irgendwie nachverfolgbar. Ja, aber der Blindwort-Podcast war wirklich wieder sehr gut. Ist ja auch ein nettes Netzwerk, dieses Blindwort, und ich höre mir die ein oder andere Folge ja auch an. Aber trotzdem werde ich meinem Format treu bleiben und einfach mein eigenes Ding machen. Also ich werde bestimmt mal für das ein oder andere Netzwerk, könnte ich mir bestimmt mal vorstellen, einen Audiobeitrag zu machen. Also das, wie gesagt, habe ich auch schon mal angeboten, habe ja auch schon mal hier im Podcast gesagt, wer mal von mir einen Audiobeitrag haben möchte für irgendeine Sache, ich mache das auch. Aber bis jetzt ist in der Hinsicht ja noch gar nichts passiert. Und ich glaube auch dafür bin ich vielen Leuten zu eigensinnig. Also, ja, aber so ist es halt einfach. Ich plane halt nichts und dafür habe ich ja meinen Podcast. Da kann ich ja letztendlich machen, was ich möchte. Ja. Oder was ich auch immer witzig finde, ist, wenn die Leute dann so ein iPhone einrichten und dann so, ja, jetzt werde ich meine Apple-ID eingeben und mein Passwort, das darf natürlich keiner wissen. Und ich habe mir dann so gedacht, ja gut, aber was ist, wenn jetzt jemand, der genau wissen will, wie geht das mit dem Passwort zum Beispiel? Ja?
Also ich werde das natürlich nicht machen mit iPhone einrichten, weil dazu, das ist ja nicht meine Zielgruppe letztendlich, aber wenn ich das zum Beispiel machen würde, dann würde ich mir ein Passwort erstmal nehmen, was völlig einfach ist und würde euch dann halt zeigen, wie das auch mit Passwort geht. Würde mein Passwort natürlich später wieder ändern, logisch. Aber ich finde es mal lustig, auch in den Videos dann. So, ich gebe jetzt mein Passwort ein. Schnitt, man hört nichts. Wo ich dann so denke, Mann, Leute, dann nimmt doch erstmal ein einfaches Passwort, was ihr sowieso später wieder ändert. Und dann kriegen die Leute auch mit, wie das Passwort zum Beispiel eingegeben wird. Das ist ja auch wichtig. Es gibt ja Leute, die wissen das gar nicht oder die würden gerne mal wissen, wie das funktioniert. Ja? Aber das ist dann wieder dieses, ich will ja nicht, dass die Leute wissen, was mein Passwort ist. Wo ich dann so denke, ja mein Gott, kann man doch sowieso jederzeit ändern, sein Passwort. Man kann ja auch, ich weiß nicht, man könnte ja zum Beispiel auch für so Testsachen so eine Test, wenn man jetzt mehrere iPhones hat zum Beispiel, könnte man ja auch so eine Test-Apple-ID machen, wo man dann natürlich ab und zu das Passwort ändert, aber dann, wo man das dann auch zeigen kann, wie das funktioniert zum Beispiel, ne? Mit dem Passwort eingeben und ja, mit dem Bestätigen und so. Ne? Das finde ich ja auch wichtig, dass man auch hört, was passiert da eigentlich, wenn ich so ein Passwort bestätige. Ne? Aber naja, das ist ja immer so. Da sind die Leute dann gleich, nein, das darf keiner wissen, das ist privat und überhaupt Schnitt. Ja. Ich sehe das ein bisschen anders. Also wenn ich sowas wirklich machen würde, würde ich ein extra Passwort dafür anlegen und würde dann, weiß ich nicht, irgendwie so ein 1, 2, 3, 4, 5 Quatsch und würde dann das halt auch zeigen, wie das funktioniert. Ja, aber das ist ja was ich sage, so dieses ich bin privat, obwohl ich öffentlich bin. Ist mal lustig. Aber naja, vielleicht sehe ich das ja auch so, weil ich bin ja nun mal offen wie ein Buch und das ist ja nicht jeder und ich darf ja nicht immer nur von mir ausgehen. Ja, also ich habe letztendlich gar kein richtiges Privatleben, so sehe ich das. Ich bin alleine und ja, habe auch nichts zu verbergen. Gut, ich sage jetzt auch nicht meine Passwörter laut ins Gerät rein letztendlich, aber wenn ich jetzt wirklich sowas testen würde, dann oder euch was zeigen würde, wo man ein Passwort braucht, dann würde ich halt so eins dafür anlegen, damit ihr auch mitkriegt oder kriegen würdet, wie das halt funktioniert mit diesem Passwort zum Beispiel. Ne? Es gibt ja Leute, die das zum ersten Mal vielleicht hören und die gar nicht wissen, ja, was passiert eigentlich, wenn ich so ein Passwort eingebe, wie bestätige ich und oder zum Beispiel auch, wie ändere ich ein Passwort? Ne? Das ist ja auch, sind ja auch so Sachen. Ja, ihr seht, ich sehe vieles einfach anders und ja, was nicht heißt, dass ich mal irgendwann anders denke. Ne? Also ich denke mal, wenn ich natürlich jetzt ein eigenes Leben hätte, ein anderes und eine Freundin hätte und alles und sagen wir mal, mein Leben sozusagen. Dann schützt man sein Leben ja auch anders, ne? Ist klar. Wenn man einen Menschen hat und so, dann aber so alleine. Was habe ich da zu schützen? Ich meine E-Mail-Adresse, die kann ich natürlich jederzeit nennen und das ist mir auch egal, ob die jetzt irgendwo öffentlich ist oder nicht, ja. Ich meine, ich glaube, das ist bei Leuten viel wichtiger, die berühmt sind oder so, dass die ihre Privatsphäre irgendwie haben oder ihre Zweitaccounts oder so, wo dann nicht jeder Zugriff hat, aber jetzt unser einer, also ich meine. Aber naja, jeder hat eine andere Meinung darüber und Datenschutz, da kann man ja wirklich eine Diskussion starten ohne Ende. Ja, da gibt es ja so viele unterschiedliche Meinungen. Und letztendlich kann es ja auch jeder machen, wie er möchte.
Ich habe ja zum Beispiel auch kein Face ID aktiviert oder einen Code. Einfach aus dem Grund, weil mir das zu lange dauert. Wenn ich, also bis ich da den Code eingeben muss und bis mein Handy frei ist, ja, dann kommen sie mal alle mit Sicherheit und was ist, wenn dir das Handy geklaut wird. Wo ich sage, ja, wenn mir mein Handy geklaut wird, ist es scheißegal, ob ich einen Sicherheitscode drin habe oder nicht. Letztendlich gibt es immer Möglichkeiten und mein Handy muss einfach schnell verfügbar sein. Das ist mir wichtig. Und gut, ich habe ja auch zu diesem ganzen iPhone und unterwegs eine bisschen andere Einstellung. Also ich finde es sowieso krass, wenn Leute, die sich so ein teures Gerät gekauft haben, also gerade auch Leute, die so ein neues Gerät haben. Ne? Also gehen wir jetzt mal von so einem iPhone 12 oder gut, bald kommt das iPhone 13 raus, jetzt nehmen wir mal an, jetzt kauft sich einer so ein iPhone 13. Und ich finde einfach, wenn man dann in der Öffentlichkeit sitzt oder am Bahnhof steht mit dem iPhone und dann da so rumhantiert, man muss ja immer bedenken, es gibt immer Leute, die sich das nicht leisten können. Und gerade wenn man viel Zug fährt und Bahn fährt und man sitzt dann da, ne, machen natürlich einige, aber gerade wenn man blind ist, was will man machen, wenn dann plötzlich einer von hinten kommt und einem das iPhone wegnimmt? Und ich finde es immer lustig, wenn diese Leute, die dann so in der Öffentlichkeit damit rumexperimentieren und mein iPhone und ich, und dann wird denen das iPhone geklaut und dann heulen sie rum. Mein iPhone wurde mir geklaut. Ich so denke, ja, bist du selber schuld, wenn du das so öffentlich präsentierst, sodass jeder sieht, der hat ein iPhone. Ja, das ist genau wie mit dem Laptop. Ich meine, dass so Geschäftsleute sich irgendwo mit dem Laptop hinsetzen, das ist eine andere Geschichte, aber wenn ich als Privatperson in der Öffentlichkeit bin und da schon so sitze und hey, mein iPhone und ich und so und alle sehen das und es gibt genug Leute, die sich sowas nicht leisten können, dann brauche ich mich ja nicht wundern. Ne? Also ich bin halt ein Mensch, der sehr versteckt damit arbeitet. Einfach weil, ja, ich mache nur das Dringendste, das Nötigste damit draußen. Also ich bin ja auch nicht so oft draußen, jetzt mal abgesehen davon, aber was machst du denn da? Ja, geh weg von meinem Wasser, Max. Das ist wieder. Ja, aber wie gesagt, jeder macht ja seine eigenen Erfahrungen und jeder nutzt das iPhone ja auch anders. Ich war noch nie jemand, der irgendwie mit irgendwas geprahlt hat oder mit irgendwas so offen umgegangen ist. Also, na, hörst du auf? Kratzt am Wasser, Max. Runter mit dir. Und ja, natürlich hole ich mein iPhone auch mal raus, wenn ich irgendwas mache. Darum geht es gar nicht. Aber ich rede ja von den Leuten, die dann irgendwie auch im Restaurant sitzen und dann iPhone auf dem Tisch und ja, also so. Und sowas finde ich dann immer. Oder wie hatte mir Flo letztens erzählt von einem Pärchen, das sich trifft und redet. Und dann holen sie beide ihre Smartphones raus und dann ja, sind sie nur noch mit dem Smartphone beschäftigt. Also sowas ist ja eigentlich letztendlich total traurig. Ne? Also die Leute kommen nicht mehr ohne, die können halt nur noch irgendwie hinten rücks mit dem Smartphone rumhantieren, anstatt sich mit sich selber zu beschäftigen oder auch mal mit dem anderen sich zu beschäftigen. Ja, und das ist halt auch sehr traurig. Also sollte ich mal wieder ein Rendezvous haben, werde ich ganz bestimmt, klar werde ich mein iPhone mitnehmen, logisch. Ich meine, falls man sich irgendwas notieren will oder ein Diktiergerät mitnehmen, aber ich werde nicht, garantiert nicht, die ganze Zeit irgendwie mit dem iPhone beschäftigt sein, wenn ich da mit einer Frau sitze. Also das ist, und ja, das ist in der heutigen Welt so ein bisschen schade, dass das Smartphone so, ja, ein Alltagsding ist, also dass die Leute halt letztendlich selbst bei Geburtstagen oder bei Treffen nur noch irgendwie damit beschäftigt sind, irgendwelche Nachrichten auszutauschen oder sich bei TikTok irgendwelche komischen Videos anzugucken. Anstatt sich mal mit dem anderen zu beschäftigen. Ne? Das ist halt an der heutigen Zeit so ein bisschen schade. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich telefoniere, dann telefoniere ich. Klar kriege ich auch mal die ein oder andere Nachricht rein,
Und die beantworte ich dann vielleicht auch mal, aber erstens bin ich ja nicht so der, habe ich ja nicht so, jetzt kriege ich ja jetzt nicht so viele Nachrichten wie manch andere. Und zweitens, wenn ich mit jemandem telefoniere, dann beschäftige ich mich mit demjenigen. Also würde ich nie sagen, warte mal, ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Oder nee, bei anderen ist es ja, sind es ja gleich irgendwie 10 WhatsApp-Nachrichten. Bei mir ist es ja nicht so viel. Und ich finde, man sollte sich doch immer noch mit demjenigen beschäftigen, mit dem man sich gerade unterhält. Das finde ich immer wichtig. Aber ich glaube, das ist ja das Problem heutzutage, einen Menschen zu finden. Also gerade auch was jetzt Frau angeht, ist es auch natürlich auch heute schwierig, eine Frau zu finden, die wirklich noch so ist. Ja, die mit einem telefoniert oder mit einem was macht, ohne dass sie nebenbei noch 50 andere Sachen macht. Das ist ja heute, das können die Leute ja heute gar nicht mehr. Und da muss halt auch noch eine WhatsApp-Nachricht beantwortet werden oder in Facebook irgendwas geteilt werden. Und ja, das ist schon. Man sollte sich doch mit demjenigen nochmal beschäftigen und ja, finde ich. Also zuhören, ne, das ist ja das, was viele gar nicht mehr können. Das ist ja. Weil sie alle schon so abgelenkt sind mit ihren Smartphones. Ja, jede Technik hat auch ihre Schattenseiten. Aber gut, jeder ist, wie er ist und wir versuchen das Beste daraus zu machen. Und ja, ein Podcast von Sven Heidenreich wird halt immer so ein bisschen eigen bleiben und darauf bin ich stolz. Jo. Darauf bin ich richtig stolz. Ein Format, so wie es viele der Podcaster nicht machen würden. Das ist doch wohl so. Und wobei mich ja große Podcaster wie Stefan Merk haben mich ja zu diesem Format gebracht letztendlich, also unbewusst wissen sie natürlich nicht. Denn ich habe damals ja die Folge gehört vom Olympus DM770 und da kam der Aufruf, wie der Stefan gesagt hat, ja, jetzt mache ich mir mal einen Kaffee und dann denke ich, oh, der Georgi, ja, mach dir mal einen Kaffee. Ja, das sind ja auch noch Bohnen in der Maschine und so. Und das war für mich so eine Schlüsselfolge, also muss ich sagen. Also das war für mich so diese Folge, wo ich gedacht habe, genau das ist es. Wenn sowas als Podcast existiert, ja, eben wie sich einer einen Kaffee macht, wie jemand da sitzt und einfach von der Seele redet und ja, also letztendlich hat mich dazu Stefan Merk gebracht. Also gäbe es diese Folge nicht, ich glaube, die 75 war das, oder 76, nee, 76. 76, Olympus DM770. Ich glaube, gäbe es diese Folge nicht, wäre ich vielleicht so auf die Idee nicht gekommen. Und ja, ihr seht, auch die Großen machen vielleicht mal so eine Folge, aber das hat natürlich einen ganz anderen Hintergrund gehabt. Der hat natürlich das Olympus DM770 erklärt und David Georgi war bei ihm, also die waren ja auch zu zweit und es war eine ganz andere Geschichte, aber das war ausschlaggebend für meinen Podcast. Tja. Und ja, so war das.
Oh, mein Sessel ist frei, das ist schön. Wie immer mein Stuhl, wieso sei denn immer Sessel? Ja, und wie gesagt, ich finde die ganzen großen Podcaster alle super, und aber ich möchte mich halt ein bisschen davon abheben. Und einfach Sachen machen, wo einige große Podcaster sagen würden, oh Gott, nee, sowas würde ich nie machen. Wenn ich das schon mal erreicht habe, dann habe ich genau das erreicht, was ich will. Was Eigenes geschaffen. Ja, denk mal ein bisschen drüber nach. Also, was will man, ne? Will man die Massen begeistern? Oder will man irgendwas schaffen, wo man jetzt wirklich sagt, so mach ich es und kein anderer. Ja, ist natürlich immer eine Geschmackssache. Ja, es gibt immer Leute, die das dann blöd finden und langweilig finden, die an das Normale gewohnt sind, die da nicht rauskommen. Ne? Aber es gibt halt auch Leute, und ich habe es ja in meinem letzten Podcast gemerkt, der hatte bis jetzt hat er 15 Wiedergaben, jetzt sind noch ein paar von meinen bei, aber einige haben ihn ja doch aufgerufen. Und an sowas merke ich halt einfach, dass es Leute gibt, die dahinter stehen. Die halt auch sagen, ja, es ist was Eigenes. Und ich finde, sowas brauchen wir einfach viel mehr. Wir brauchen viel mehr Leute, die sich was trauen, die auch mal was Verrücktes machen. Ja, die auch mal da rauskommen aus der ganzen Schnippelei und die auch mal irgendwas machen, wo die ganze Podcast-Welt sagt, was macht denn der oder was macht denn die? Ja. Also was mich zum Beispiel total inspirieren würde, wäre eine Frau, die so eine Podcast macht wie ich. Also die auch so einfach von ihrer Seele redet, nichts zurechtschneidet. Ich glaube, das würde mich total anmachen. Also wenn jemand so wäre wie ich, natürlich nicht die gleichen Sachen macht, sondern aber halt, wo ich dann wirklich merken würde, boah, das ist was völlig anderes. Ja. Also das fände ich wirklich geil. Ja. Also ich möchte ja auch, ich wünsche mir auch so eine Frau, die so ein bisschen eigensinnig ist und nicht mit der Masse mitschwimmt und so ein bisschen, ja. Ja, geh wieder. Witze. Weg vom Rechner. Und ja. Ich finde sowas halt immer gut, wenn Leute was machen, was anders ist. Und davon gibt es leider sehr wenige. Die meisten springen ja auf die Sachen halt auf oder schließen sich doch irgendwelchen Netzwerken an. Und, ne? Und ich sage mir einfach, nö, ich mache vielleicht mal einen Audiobeitrag für das ein oder andere Netzwerk. Kann passieren, bis jetzt ist es noch nicht passiert. Aber ich bin halt trotzdem, wie ich bin. Und wenn das Netzwerk dann sagen würde, also, ja, schneid es aber besser, würde ich sagen, nö. Ich quatsche drauf los, und wenn es euch gefällt, ist okay. Wenn nicht, ist auch okay. Dann gibt es den Podcast halt nur bei mir. Ja, also. Und ich bin halt ein Blinder, der auch mal kritisch gegen die Hilfsmittelfirmen was sagt. Ne? Also einfach, weil ich die und die Erfahrung habe. Ich bin keiner, der irgendwie sagt, ja, kauft euch die Uhr oder das Diktiergerät lieber bei dem und dem, weil ihr müsst an den Service denken, sondern ich sage, Leute, wenn ihr die Kohle nicht habt, dann versucht es doch so günstig wie möglich herzukriegen. Ich meine, heutzutage ist mir wichtig, dass ich ein Gerät alleine einrichten kann und nicht... Und wenn ihr halt doch Hilfe habt, jemanden habt, der euch bei dem Gerät hilft, dann ist es auch okay. Dann kann man es auch günstiger kaufen. Und ich muss keine Werbung für irgendwelche Hilfsmittelfirmen machen. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass Sachen lieber auf den öffentlichen Markt gehören und dass es für alle irgendwie zugänglich ist. Und klar gibt es spezielle Sachen, aber... Man
manche Sachen sind ja wirklich überteuert, ne? Und ich meine, ich kaufe mir natürlich, ich habe mir auch den 770 habe ich mir bei Audiodeskription gekauft. War ja auch okay, das war ja auch wirklich cooles Gespräch und auch mit dem Bestellen und so, das habe ich auch gerne gemacht. Aber das habe ich halt auch deswegen so gemacht, weil es den 770 ja nicht überall gab. Den gibt es ja auch hauptsächlich nur bei den Hilfsmittelfirmen. Ne? Hätte ich den im Internet gekriegt, aber da gab es ja meistens nur den 720, hätte ich den irgendwo bei Amazon gesehen, hätte ich ihn bei Amazon gekauft. Ja, also, wenn er da günstiger gewesen wäre zum Beispiel. Wenn er statt 199 irgendwie 159 gekostet hätte, hätte ich ihn natürlich da gekauft. Das ist, so bin ich einfach. Also ich gucke immer, wo gibt es das am günstigsten. Wenn es halt ein Gerät ist, was wirklich nur bei den Hilfsmittelfirmen gibt, dann hole ich es natürlich da. Das ist logisch. Aber ich muss nicht irgendein Hilfsmittel Menschen unterstützen oder sagen, nur weil ich jetzt, damit ich jetzt den Service habe oder der mir das richtig einrichtet. Ich sage mir einfach, nö, ich muss selber sehen, wie ich Geld spare und ja, und deswegen habe ich diese Einstellung einfach. Und klar, ich fand auch die Tests von Audiodeskription super und wie sie es gemacht haben und die fand ich auch sehr gut. Aber sie haben ja hauptsächlich, also Audiodeskription ist ja auch kein richtiger Hilfsmittelversand, sondern das ist einfach eine Firma, die sich mit Audiodeskription beschäftigt und Audiotranskription, nicht Deskription, Audiotranskription natürlich. Und von daher, ja, die haben ja bloß die Geräte so getestet und haben das ein oder andere Gerät verkauft. Das ist ja wieder noch was anderes als jetzt, sagen wir mal, so ein Hilfsmittelversand, der sich hauptsächlich mit blinden Hilfsmitteln beschäftigt oder und dann halt auch dementsprechend die Preise. Ich meine, bei Audiotranskription, jetzt sage ich es richtig, nicht das Audiodeskription, ja. Es gibt ja nächstes eine Firma, die heißt Audiodeskription. Seht ihr? Ja, aber genau das ist es. So eine Versprecher, ja. Jetzt würde jeder Podcaster, würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, das schneide ich raus, das kann man nicht sagen. Das heißt so und so und nee, da schneide ich jetzt rum. Nein, Sven schneidet nicht. Denn ich stehe zu meinen Versprechern. Ja, ist halt auch früh morgens. Und niemand ist perfekt, ich sowieso nicht. Ja, also Audiotranskription, so sehe ich nicht als Hilfsmittelversand, sondern sind sie auch nicht. Aber gut, die haben ja auch den Originalpreis meistens gehabt. Aber es gibt ja so Hilfsmittelfirmen, wo man dann mehr zahlt und ja, muss ich nicht haben. Wenn ich eine entsprechende Uhr, sagen wir mal, bei irgendeinem anderen Händler günstiger kriege, ich meine, für eine entsprechende Uhr brauche ich auch keinen Service oder keinen, ja, die kriege ich und fertig. Ja. Und wer es funktioniert, soll es funktioniert nicht. Und ja, es ist ja auch schön, mal so einen Alltagsgegenstand zu holen, der günstig ist und den man sich halt nicht irgendwo in einen speziellen blinden Dings holt, sondern wo man einfach mal wie ein ganz normaler Mensch sich was bestellt und man kann es benutzen. Ja, das ist ja auch ein schönes Gefühl. Ja. Als wenn man so blindenspezifisch einkaufen geht, sage ich immer. Ne? Hilfsmittelhändler deines Vertrauens. Tja, nö. Das ist auch der Grund, warum ich mir keine Braillezeile mehr beantragen würde. Wenn ich mir was kaufen will, würde ich selbst entscheiden und möchte auch. Also, und ich weiß nicht, bei der Kasse denn eine Braillezeile haben, die irgendwie, ich meine, klar, wenn jemand das arbeitsmäßig macht, ist das noch eine ganz andere Geschichte, aber privat nutze ich kaum eine Braillezeile und mache alles über Sprache und pff, ja, ich sehe auch nicht ein, da ständig irgendeine Braillezeile von der Kasse zu beantragen. Letztendlich gehört mir ja denn die Zeile gar nicht. Und ja,
gut, man könnte jetzt irgendjemand eine Zeile abkaufen, ne? Aber der ist ja auch noch eine Stange Geld. Aber wie gesagt, das ist ja auch was, was jeder selber wissen muss. Und jeder hat eine andere Arbeitsweise. Es gibt ja Leute, die arbeiten nur mit Braillezeile. Es gibt Leute, die arbeiten mit beidem. Und ich arbeite hauptsächlich mit Sprache. Ja, und da würde ich es immer so machen, dass ich meinen PC selber kaufe. Und wenn das Geld natürlich da ist, momentan wisst ihr ja, sieht es bei mir sehr mau aus durch die ganzen Insolvenz und weiß ich was alles, kann ich jetzt auch keine großen Sprünge machen. Aber gut, das ist ja irgendwann alles mal vorbei. Und ja. Aber das ist das Leben, ne? Und Podcast von Sven Heidenreich soll ja auch irgendwie euch mein Leben nahebringen. Also, dass es Sachen gibt, die halt versaut werden können durch mich selbst zum Beispiel. Oder ja, dass es gewisse Fehler gibt, über die man redet dann und sagt, ja, so habe ich es getan und ja, jetzt muss ich halt dafür gerade stehen. Und das ist mir einfach wichtig, euch das mitzuteilen und ja, so, wie, ja, wollen wir das Mode wieder zitieren? Ich bin halt so. So ist das. Naja, dann lade ich jetzt mal diese Folge hoch. Was haben wir heute gelernt? Wir haben heute gelernt, dass es Audiotranskription heißt und nicht Audiodeskription. Das ist was ganz anderes. Ja, ja. Und ja, das haben wir also gelernt. Und ja. Audiodeskription, Audiotranskription, könnt ihr euch jetzt super lustig machen oder nicht? Ja, vielleicht macht ihr die nächste Firma auf, die heißt Audiodeskription. Die macht dann halt Audiodeskription für Filme, nennt sich dann auch einfach nur präsentiert von Audiodeskription. Ja, seht ihr, haben wir gleich was Neues. Dann hört man sich und ja. Das war Podcast von Sven Heidenreich, Folge 225. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.